Wurfologie Big Dog Edition. Das hier sind die lustigen Quadratlatschen. Diese sind an den hohen Stelzen befestigt. Damit schafft es ein Big Dog enorm schnell zu ballern und sein Herrchen mit Buddy Slam umzutackeln. Aber Achtung, Bänderrissgefahr ab 30 Jahre. Hinter dem Big Chomp sitzt die Norm-Verbrennungsanlage. Die ist eine ganze Industriestadt, aus der die Hochhaushaufen kurz Hahaha rauskommen. Dies funktioniert wissenschaftlich ganz einfach. Oben kommt Futter rein und unten kommen die Hahahas wieder raus. Es empfiehlt sich bei Big Dogs auch Big Hahaha-Tüten dabei zu haben. Der Teppichklopfer dient auch als Hochhaushaufen-Verwedlungseinheit. So lässt sich das Lodestink unauffällig in der Gegend verteilen. Und wenn du nicht richtig aufpasst, ist dein Couchtisch schnell von unnötiger Deko befreit. Geheimtipp: Gib besonders Acht auf deine Cojones, sonst siehst du ganz schnell mal die Sterne funkeln. Das hier oben sind die Lauschtüten. Bei großen Dogs sind die besonders ausgeprägt. Diese dienen vor allem dem Zuhören, doch dann etwas ganz anderes machen, als Herrchen will. Man nennt sie daher auch Ignoriereinheit XXL. Das und vieles mehr macht einen wunderbaren Big Dog aus. Lass ein Like und Follow da für mehr Wurfologie.